Die Gala-Region hat einen neuen Champion und diesen Platz haben wir im letzten Part eingenommen. Damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja Leute, wer das Fazit, meine Meinung zu dem Spiel hören möchte, sollte vielleicht sich den letzten Part nochmal anschauen, denn da habe ich im Detail über das Spiel nochmal gesprochen. Aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ich bin gespannt, was die Afterstory für uns bereithält und wo man Zacki anfangen kann. Weil irgendwie muss es doch möglich sein, das Cover-Pokémon des Spiels zu fangen. Ich meine, what the fuck? Das hat es ja noch nie gegeben, dass man Mewtwo zum Beispiel vor Lavados Arctos Zapdos fängt. Oder dass man Giratina vor Palkia fängt. Das hat es noch nie gegeben. Oder Rayquaza vor Kyogre. Das ist super merkwürdig. Also auch da hat das Spiel einen neuen Schritt quasi gewagt. Ding Dong! Es hat geklingelt. Du hast es also geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist für dich, zur Feier deines Titels. Den Meisterball! Wow! Professor Magnolik hatte ihn die ganze Zeit. Der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Aber Professor Magnolik, sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Jessie hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wundsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teil von Indinalos. Als Indinalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Gala in eine Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zu Opfer gefallen. Ja, die Dynamax-Pokémon hätten wie Zombies agiert. Alles kurz und klein geschlagen, willenlos. Einfach gesteuert nur von Indinalos. Das wäre richtig krass gewesen. Ein Apokalypsen-Szenario. Wie es eines Albtraums würdig ist, ey. Boah. Aber Jessie und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Jessie, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. I try. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Tja, von Rose hören wir gar nichts mehr, ne? Außer dass sie jetzt hinter Gittern ist. Da, wo er hingehört. Mit einem Meisterball kann man noch garantiert jedes Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Carpador! Carpador! Was? Nein, nicht Carpador! Tja, ein Ball, der eigentlich für Zacian geeignet wäre. Wo ist das Pokémon des Schwertes? Sollen wir vielleicht nochmal in den Wald zurückgehen? Vielleicht treffen wir das an. Vielleicht will es uns eigentlich gratulieren. Ich meine, wir sind jetzt der neue Champ. What to do? Hier schauen wir einmal kurz auf die Karte. Also, hier haben wir natürlich den Schlummerwald. Ha. Und hier ist der Rose Tower. Zum Riesenrad zum Beispiel kommt man gar nicht hin. Also Afterstory-mäßig scheint es ja gar nicht mal so viel hier zu geben. Das ist ja beängstigend. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal den Schlummerwald an. Vielleicht ist Zacian ja doch hier anzutreffen. Kann nicht sein, das Let's Play ist beendet. Mit 5 Teammitgliedern. Oh man. Weil Zacian wollte ich eigentlich ins Team aufnehmen. Es gibt so viele Pokémon-Spiele, wo man vor den 8. Arena-Ohren schon das legendäre Cover-Pokémon fängt. Ich mach da nochmal auf Pokémon Saphir und Rubin aufmerksam. Vor dem Arena-Kampf in Xeneroville hast du halt schon einen Groudon oder Kyogre. Ja, den Weg kenne ich zum Glück noch. Smogmog, lass mich durch. Lass mich durch, liebes Smogmog. Danke. Ach ja, die Musik, der Soundtrack des Spiels. Ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Nun denn, was ist jetzt hier in Lichtung? Was würde passieren, wenn man Schwert zurückbringt quasi? Finstere Nacht ist eingefangen und besiegt. Es wird nicht mehr benötigt. Hopp ist auch schon da.
Vielleicht sollten wir diese Artefakte wieder dahin legen, wo sie hingehören. Jetzt mal ganz ohne Witz. Hey, Jesse, was machst du denn hier im Wald? Tja, das könnte ich dich auch fragen. Niemand traut sich in den Wald, in dem Zakia und Samasenta geschlummert haben. Deswegen ist es hier auch so ruhig, ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie, was sagst du da, Jesse? Du hast das Gefühl, vor irgendwas hergerufen zu werden? Sehr seltsam. Ja, auch, oder was? Oh, da fällt mir ein. Ich hab dir ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Jesse. Verstehe jetzt nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass meine liebe Nachbarin meinen Bruder den Titel abnehmen würde. Er schließlich der allerbeste Trainer Gallas, der unschlagbare Champ. Krieg das aus deinem Kopf raus. Die Zeiten waren einmal. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Jesse. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, Jesse, willst du nochmal gegen mich kämpfen? Uff. Warum? Braucht doch jetzt nichts mehr beweisen. Wenn ich gerne mal einen Live spielen will, mit welcher Power du den Champ übertrumpft hast, sag mir sofort Bescheid, wenn du bereit bist. Dann let's go. Los geht's. Finaler Kampf mit Hop. Gemeinsam haben wir gegen die finstere Nacht gekämpft. Jetzt wieder gegeneinander. Hier im Pokémon-Kampf. Mitten in der Waldlichtung. Und die Artefakte gefunden haben, die nötig waren, um eben halt Eninalos in die Knie zu zwingen. Tja, und jetzt benutze ich einfach mal wieder Eninalos. Tja, feels bad, man, I guess. Feels bad, man. Drachenpuls. Komm, ich hol mich hoch! Ordentlich reingehauen, Risikotackle. Gar nicht mal so bad. Muss man dir lassen, Orb. Du hast tatsächlich dich verbessert. Aber es reicht immer noch nicht, um mich zu besiegen. Also bild dir nichts drauf ein, okay? Dup, 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 dup. Die Musik hat noch ein bisschen was von Mario und Luigi Superstar Saga, findet ihr nicht auch? Ey, Volltreffer! Get wrecked! Mit deiner Top-Genesung. Get wrecked! Das ist Karma, mein Freund. Das ist einfach nur Karma. Als nächstes wird Relaxo eingesetzt. Da könnte man eine gute alte Kampfattacke brauchen und deswegen greifen wir zurück zu DK Donkey Kong. He's the leader of the bunch. Mit seiner Trommel natürlich. Ohne die wäre halt nur halb so stark. Durchbruch. Ja. Über die Hälfte abgezockt bei einem Relaxo und das ist definitiv Ramboss. Who's the Boss? Definitiv nicht du. Durchbruch. Nice. Relaxo down. Wie viele Punkte hat Hop eigentlich mittlerweile? Das würde mich auch mal interessieren. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Als nächstes kommt sein Kramor. Und natürlich werden wir da Hotset nutzen. Denn mit seinem neuen Feuer-Move sollten wir den Kramor ordentlich einheizen können. Los geht's. Warte, zeig, was in dir steckt. Wieder ein Kampf gegen Hop. Nutzen wir nochmal jedes Pokémon, was in unser Team gestoßen ist im Laufe unseres Abenteuers. Er hat auch 6 Pokémon mittlerweile. Nutzen wir den neuen Move. Ausbrennen. Damit verliert er den Status eines Feuer-Pokémons. Was bedeutet, dass die zukünftigen Feuer-Moves natürlich auch dann nicht mehr Stab sind. Aber dieser Treffer wird richtig reinhauen. Bam! Einfach mal einen Kram und gewonnen. Mit allen Eschern hätte das niemals funktioniert. QB Level 66. Ach, sein Starter-Pokémon, Inteleon. Auch hier werden wir nochmal einen Donkey Kong nehmen. Ein Duell zwischen den Starter-Pokémon, die Deldeon uns anvertraut hat. Zu Beginn des Spiels. Freie Auswahl hatte allerdings nur ich. Er war so ein Ehrenmann und hat Typ Nachteil genommen. Und jetzt muss er mit den Konsequenzen rechnen. Donkey Kong, Holzhammer, Hammer Time. Oh, er fängt an, Kehrtwende. Ei, und wechselt natürlich jetzt durch. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr eklig auch. Spritzige
Ja, da der Holzhammer so gut ist. Doch! Doch, doch! Allerdings sollte man den Rückstoß nicht unterschätzen. Urgel kommt jetzt! Ah, das ist das, wie ich wieder. Ja, ja, I remember. Elektromove haben wir nicht, ne? Leider nicht. Okay. Katapultra! Du bist dran. Zeig, was in mir steckt. Das komische Pokémon, das ist so witzig. Das ist so weird. Ah, wollen wir uns boosten? Ich glaube nicht. Ich versuch's mal mit den Drachenpfeilen. Los geht's, Drachenpfeile. Grolldra Nummer 1. Und Grolldra Nummer 2. Bam! In your face. Besiegt. Hat diesmal nichts im Schnabel gehabt. Als nächstes kommt Intellion. Und der Einzige, der jetzt noch nichts geleistet hat, ist Kyubi. Deswegen, let's go. Immer wieder Zeit für dich. Los, Kyubi. Schaffst du. So, dann fangen wir an mit einer Standpauke. Schlimmer als die Standpauke von Olivia, I guess. Oh, die Kehrtwende sollte jetzt mal wirklich reinhauen. Er wechselt jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr, weil er keine Pokémon mehr hat. Sollte klar sein. Oh, wir können Intellion tatsächlich mit ihm nicht besiegen. Dann wird wahrscheinlich jetzt eine weitere Kehrtwende kommen. Und die Kehrtwende sollte fast gar keinen Schaden bei Vincent machen. Also los geht's. Vincent Raven, du bist auch nochmal gefragt. Los geht's. Ne, jetzt hat er Tiefschlag gemacht. Lol, okay. Muss ich nicht ganz verstehen, oder? Seine Logik. Luftschnitz. Präzisionsschuss. Was ist das wieder? Was der für Moves macht, ey. Wie sich fühlt, ey. Kündigt die Moves ja richtig an, ey. Harte Nuss, ey. Nochmal Präzisionsschuss. Kein Problem. Kramor tankt das weg. Nur Intellion nicht mehr. Hopp, du hast verloren. Du kannst dem Champ Gallas nichts anhaben. Es tut mir leid. Versuch es ein anderes Mal nochmal. Hopp, wie er sich ärgert, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Tja, und wir beide gleichzeitig angefangen, ne? Die große weite Welt zu gehen. Ja, ich weiß nicht. Warum ich mir jemals Chance gegen dich ausgemalt habe. Immerhin hast du Delion im Schlagbaum besiegt. Sag mal, müsstet ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Oh, Sanya. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Jesse. Jetzt bist du der Champ. So sieht's aus. Danke. Sieh mal einer an. Du hast auch eine gesunde Portion Selbstbewusstsein hinzugewonnen. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolica? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistent für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Stell dir mal vor, es gibt eine Fortsetzung zu Pokémon Schwert und Schild. Dann gibt vielleicht Sanya einen die Pokémon am Anfang. Und die Pokédex und alles mögliche, was dazugehört, ne? Was die Professorin einen sonst eigentlich normalerweise immer gibt. Naja, mal schauen. Was? Echt jetzt? Heftig, ey, voll krass. Muss ich eine Professorarbeit von 80 Seiten schreiben? Nein, den Titel habe ich von Polnische Schwarzmarkt mir erkauft. Ich bin euch übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich viel intensiver mit der Geschichte Gallas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität. Sanias Buch. Interessant. Dieses Buch wurde von Professor Sanya herausgebracht. Es ist eine unterhaltsam geschriebene Abhandlung über neue Erkenntnisse zu den Legenden der Galar-Region. Mal gucken, ob wir uns das durchlesen können. Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir mal eine gleiche gekauft, als das Buch rauskam. Direkt bei Release, ey. Standen so Schlangen, aber ich war erst eine Schlange.
einen Tag vorher da übernachtet vorm Laden. Echt? Das ist aber ein bisschen hobbylos. Naja, kann ich dir gerne nachher noch signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nicht zuletzt wegen des Buches. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanyas Karriere. Ich dachte schon von der Legende von Professor Sanya. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir aufs Wort, Sanya. Du und Jesse, ihr seid echt fantastisch. Großen Respekt für euch. Ja, jeder hat ein bisschen was aus sich gemacht, nur Hopp nicht, ne? Ach, übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Bisschen chillen, abhängen. Ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja nicht vor, sie einfach zu behalten. Wo denkst du hin, das will wir auch niemals tun? Ihr habt es komplett vergessen. Ich fass es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es im Sinne von Zakia und Samazenta wäre. Nee, Jesse, weißt du nicht, du hättest das Gefühl, dass dich irgendwas hierher ruft? Vielleicht hat es ja damit zu tun. Los, geben wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich hätte dann, sehen wir Zakia und Samazenta irgendwann wieder. Vielleicht war das quasi ein Ruf. Ein Ruf, uns hier zurückzubringen, damit sie uns wieder treffen und damit wir ihnen das Artefakt natürlich zurückgeben. Ich selbst bin eigentlich nur hier, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Ich verbinde keine besonders guten Erinnerungen mit dem Wald, also könnt ihr Schwert und Schild bitte möglichst schnell zurücklegen, damit ich noch ein paar Fotos knipsen kann? Okay. Okay. Möchtest du das rostige Schwert zurücklegen? Ja. Zakian, Samazenta, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hopp und du gebt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Ein bisschen was vom Masterschwert und dem Hylia-Schild, ne? Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Jesse. Was hast du jetzt vor, Sanya? Ich bleibe noch etwas in dem Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha, oha. Wir haben uns schon gefragt, wer diesen Lärm veranstaltet. Sind das die Helden der Legende? Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Sanya, die Autorin von der Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch, wir haben keine Seite, kein Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere. Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als ein Stern. Wie bitte? In meinem Buch stehen jetzt sicherlich keine Lügen. Sag mir, geht's denn aus? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwertholz. Ich bin Schildrich. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Und nicht nur das. Wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Meine Erben blaues Blut? Was faselt ihr da? Habt ihr gesoffen, Alter? Was stimmt mit denen denn nicht? Oha, oha. Sind das etwa das Schwert und das Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha. Sind die wirklich echt? Wie sehen die unfassbar schäbig aus? Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Schwertholz ergreift das rostige Schwert. Schildrich ergreift den rostigen Schild. Mein Gott, neue Willens nochmal? Hey, Finger weg! Wir haben die eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du nicht beweisen, wem sie gehören, hä? Wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr richtig für Zakia und Samazenta. Meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niederen Volk. Legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du nicht so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, diese Sache in einen Kampf zu klären, oder? Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns keinen Kampf zu schaden sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast hier gegen mich, den mächtigen Schwertholz, kämpfen zu dürfen.
Bam, bam, bam. Kein eigenes Battle-Theme. I'm so sad right now. Natürlich hat er die Luxusbälle. Was sind das für komische Kauze? Nur 4 Pokémon. Ei, natürlich. Lauchzelot. Tja, hast du damit gerechnet, dass du jetzt Eminatus gegenüberstehst? Wahrscheinlich nicht, du Pfeifenreiniger. Deswegen. So arrogant wie du rüberkamst, kriegst du auch eine arrogante Dröhnung. Dynamax-Kanone. Okay, los geht's. Eminatus, du weißt, was du tun hast. Dynamax-Kanone. Und Lauchzelot überlebt es sogar. Schwertanz. Boostet seinen Angriffswert. So, du Lauch. Setz ihm einen Brand. Flammenwurf in die Nalos. Bam. Das war's. Einmal geboostet, aber hat ja nichts gemacht, denn du bist bereits besiegt, Lauchzelot. Es ist vorbei mit dir. Als nächstes geht Cesurio. Da brauchen wir auf jeden Fall unseren Hothead. Immer noch geschwächt vom Kampf mit Hopp. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich glaube, der Schwertold ist nur eine Witzfigur, den man nicht ernst nehmen sollte. Hat schon ein ganz anderer Kaliber besiegt, hä? War Rose ein bisschen gefährlicher und natürlich auch der Champ Delian höchstpersönlich. Ausbrennen! Los geht's! Ey, Steinkante? Das könnte es gewesen sein. Ein sehr starker Move. Nee. Zum Glück nicht. Bam! In your face! Feuertyp verloren. Cesurio wurde besiegt. Da waren es nur 2 Pokémon, die Arts. Duokles. Duokles, Mann! Ist doch nicht dein Ernst. Wir hatten schon gegen Durengard gekämpft. Ich bleib mal drin und benutze erneut Ausbrennen. Jetzt ist es nicht mehr Stab. Wir sind nicht mehr Feuer. Es ist fehlgeschlagen? Was? So, das kann man nur einmal machen. Das wusste ich nicht. Hi. Das wusste ich nicht, liebe Freunde der Nacht. Das Ausbrennen kann man dann trotzdem nochmal machen. Ah, das ist natürlich doof. Scheiße, muss ich wechseln. Renn die nur raus. Du bist gefragt. Mal durchswitchen hier. Bam. Da hätte ich auch einen Feuermove drauf. Nehme ich Flammenwurf. Eisenschädel. Aua. Naja, dafür, dass er nicht voll entwickeltes Pokémon hat, hat er ganz gut was drauf, ne? Die Verteidigungswerte sind immer nicht so gut. Erst mit Tugendgard. Ein offensives Pokémon noch in der Form. Tektas. Ach nee, nicht das Viech schon wieder. Was machen wir denn da jetzt? Ich bleibe einfach drinnen. Ha! Das war genug auf der Übung. Es wird Zeit, dass ich ernst mache. Mal schauen, wie du mit der Dynamax-Kanone klarkommst. Ach, schade. Sollte in Dynalos aber noch ganz gut wegtanken können. 1 bis 2 Moves zählt er noch aus. Bam! Über die Hälfte weg. Alles, was ich will. Und deswegen gibt's nochmal eine Zugabe hier von der Dynamax-Kanone, ohne die Move-Zugabe überhaupt eingesetzt zu haben. Finish him! Kamehameha! Junge, sieht so krass aus. Deleted! Deleted! Boah, die Pupille ist einfach weggegangen. Wie konnte das passieren, meine Pokémon? 8400 hat er nur. Ich dachte, das ist so reicher Schnösel. Ich möchte gerne, ist das. Das ist das rostige Schwert wieder an dich genommen, okay? Ha! Es scheint, als hätte ich deine Fähigkeit unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo! Wie dem auch sei, dem Lachen nach zu urteilen, hat mein jüngerer Bruder den Sieg errungen. Tut mir leid, Jesse, ich hab verloren. Was war denn los, Junge? Hat dich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert oder warst du mit dem Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, lieber Bruder, ist das nicht der Trainer, der Eminatus unter Kontrolle gebracht hat?
Jetzt, wo du es sagst? Ja, du hast recht. Das muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meinen Informationen zufolge war sie auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Solch ein Frevel! Dann hat die Skur also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Nein, Mann! So bete es! Meinen Sie die Wandmalerei, die Statue von Zaki und Samasenta verdeckt hat? Jesse hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns das erst zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann schaffen wir sie in Grund und Boden. So machen wir es. In diesem Sinne, ade! Ey, hier geblieben! Gib dir rostigen Schild wieder her! Fuck. Also wirklich, Job. Also wirklich, ich kann auch den nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkte etwas unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als seine Rivalin zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns Schwertold und Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wollen wir vielleicht im Labor in Brassbury das besprechen? Klar machen wir das. Danke, ich hätte gar nicht fragen müssen, was? Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Vielleicht einfach rauskatapultiert? Ich wollte doch das rostige Schwert da wieder hingeben, Mann. Na gut. Gehen wir einmal zu Mutti, Schmutti. Sie die Pokémon wieder auffrischt. Macht sie das? Ja. Sieht aus, als könnte Eninales ein bisschen Ruhe gebrauchen, was? Sagt die. Ja, ist ja nur eine finstere Nacht. Nur das Unheil, was alles vernichtet hätte, kurz. Aber sonst ist alles okay, ne? Wären wir nicht gewesen, hätte Eninales alles verschlungen, aber behandle es wie deine Tochter einfach mal, ja? Oh Mann. Okay, dann gehen wir zum Pokémon-Labor. Fliegen wir dahin? Das geht schneller. Nee, hier ist das in Brassbury. Na gut, da können wir auch einfach hinfliegen. Ich dachte eigentlich das andere. Aber okay, das geht natürlich auch. Hier waren wir sowieso schon lange nicht mehr. Das war hier unten, ne? Stimmt, da haben wir ja auch Sani das erste Mal getroffen. Das war hier. Puh, ist aber echt lange her. Nee, hier war es glaube ich nicht. Normale Wohnung. Hier war das. Oh, Professor Sania, Sie haben Besuch. Ah, Jesse, da bist du ja. Ist das deine Assistentin? Korrekt, ich habe in meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun, also hilft sie mir aus. Präsident Rawls hat eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich den Überblick nicht verliere. Sie ist mir eine große Hilfe. Ach, ich mach doch nur meine Arbeit. Du bist also Jesse, der Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit, ich will dir etwas zeigen. Bloß was? Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Gala-Partikeln erfasst. Also einen Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Nun, du wirst es nicht glauben, aber der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Wie hilft uns das weiter? Das bedeutet, wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Schwertold und Schildrich. Oder war es Schwertrich und Schildhold? Ach, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Aber bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Gala-Region Energiequellendetektoren verteilt. Also dann. Zeigt, was ihr könnt, Detektoren. Boah, vergewaltigt ihr Handy, ihr Smartphone. Was soll ich jetzt hier? Da ist ein Ausrufezeichen. Da sollen wir hin, oder was? Probably.
Wow, so einen heftigen Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Turffield-Stadion. An sich ist das nicht ungewöhnlich. Immerhin ist im Stadion die Deoximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Andy Nalos kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du es schon längst gefangen. Also hat es vielleicht was mit den beiden Clowns zu tun. Jesse, als Champ solltest du dieser Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das war einfach die Orientierung. Mhm. Na dann. Ich fühle mich sehr geehrt, für Professor Sahn hier arbeiten zu dürfen. Es ist beeindruckend, dass sie mit so jungen Jahren schon ihren Doktortitel erreicht hat. Gut. Gehen wir noch einmal in die Boutique. Da waren wir schon lange nicht mehr in dieser Boutique. Und dann würde ich sagen, beende ich auch den Part an dieser Stelle. Na, mal gucken, wie das weitergeht mit diesen Clowns. Das sind halt echt komische Dudes, ne? Na, gibt's hier was Neues? Nicht wirklich, ne? Aber wir haben so viel Geld. Kauf mal ein, was mir ein bisschen gefällt. Das zum Beispiel nicht. Das gestreifte. Ey, das Arcani-Shirt. Das ist eigentlich ganz nice, aber... Weiß nicht. Oh. Kurze Nisa unterdrückt. Das sieht auch ganz cool aus. Curry! Ach komm. Was heißt denn? Mit Potro drauf abgebildet. Putzenjacke in weiß, warum nicht? Ach, die haben wir schon gekauft. Putzenjacke in schwarz. Das war nicht so schön wie unsere Lederjacke, Mann. Pink haben wir auch schon. Mhm. Die Hose, ne. Solche Hosen sind gar nicht meins. Der pinke Rock sieht eigentlich am schlechtesten aus, weil man da gar nicht so richtig die Konturen erkennt. Seht ihr das? Die Socken hier sind eigentlich ganz cool. Nicht die kurzen, aber die anderen, die hier im Angebot haben. Genau die. Die sind actually ganz cool. Ja, die haben wir schon. Das sieht noch ganz nice aus. Pass auf. Ein paar coole Sachen finden wir hier noch, wa? Das sind halt Sachen, die hätte man schon ganz am Anfang haben können. Ja, auch die Beige-Strumpfhose sieht auch super nice aus. Oder hier die Overknees. Können wir auch mal alle holen. Das ist in den Farben schwarz-weiß. Ja, in beige sehen die nicht gut aus hier. Ja, die Schuhe sind einfach nicht geil. Einfach überhaupt nicht geil. Ja, und für die Mützen interessiert mich halt nicht. Vielleicht die schwarzen Handschuhe noch mitnehmen. Okay. Haben wir da ein paar Sachen eingekauft. Ganz nice. Ich werde wahrscheinlich noch mir das irgendwie alles irgendwann mal erfarmen, dass ich wirklich alle Gegenstände habe, weil ich das schon irgendwie anspricht. Aber natürlich nicht in diesem Let's Play. Na? Du hast tatsächlich den Unschlagbaren besiegt. Möchtest du was kaufen? Was hat denn der jetzt? Keine besseren Sachen, oder? Nicht wirklich. Na komm. Oh, 20 Überbälle haben wir da erstmal genug von. Und jetzt bin ich schon wieder pleite. Ich hab gar nichts Neues bekommen, oder? Nur bin ich gerade retarded. Das ist nur gratuliert. Ja, vielen Dank, ne? Na gut, Leute. Nach Turffield fliegen wir dann im nächsten Part. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.